wenn du deine Bewerbung per Online-Bewerbungsformular hochgeladen hast, dann hast du auf jeden Fall eine automatische Eingangsbestätigung erhalten. Die kann mal im Spam-Ordner gelandet sein oder vielleicht bist du nicht mehr so der E-Mail-Typ und guckst da nicht regelmäßig im Postfach nach. Das ist verständlich, aber wenn du dich beworben hast, wäre das gut, weil darüber eigentlich die meiste Kommunikation läuft. Bei Interesse an deiner Bewerbung meldet sich unsere Fachabteilung und in Berufen, wo wir weniger Bewerbungen bekommen, da geht das auch meist in ein, zwei Tagen, in der Pflege, in der Radiologieassistenz. Es gibt aber andere Berufe, wo wir viele Bewerbungen bekommen, zum Beispiel Sozialpädagogen. Da kann es auch schon mal ein bisschen länger dauern, bis wir einfach alle Bewerbungen einmal durchgeschaut haben. Es bringt nichts, wenn du dann gleich am nächsten Tag anrufst, das beschleunigt den Prozess nicht. Aber wenn du nach ungefähr einer Woche noch nichts gehört hast und dich gerne mal erkundigen möchtest, dann kannst du dich gerne melden. Entweder unter WhatsApp 01520 1575403. Da schauen wir dann nach vom Recruiting-Team, was mit deiner Bewerbung ist. Oder aber du rufst direkt bei der Fachabteilung an. Die wissen natürlich noch konkreter, wie weit sie gerade schon sind mit der Bearbeitung der Bewerbungen. Die Telefonnummer steht ganz unten in der Stellenanzeige.